Willkommen zu meiner Challenge 30 Tage Basteln mit Papierstreifen. Ich bin Tanja Hausmann und ja, das ist meine Kreativsendung Dacrela und ich habe jetzt im Moment diese Challenge laufen. Heute haben wir den 11. Tag mittlerweile schon und ja, ich habe jetzt hier heute mal, das habe ich auch schon mal an einem Tag gemacht, hier erstmal mir Hintergründe genommen, 10 x 14 cm. Da habe ich dann doppelseitigen Klebeband verteilt und ja, man kann stattdessen natürlich auch einen anderen Kleber nehmen und jetzt drücke ich da jeweils meine Streifen an. Ich habe mich heute entschieden, mal wieder die Streifen diagonal zu machen. Wir haben drei Hintergründe, also mache ich heute mit euch auch drei Karten. Nachdem alle Streifen verteilt sind, gehe ich nochmal mit dem Falzbein drüber und das hat der eine oder andere schon mal gesehen, nehme ich mir eine scharfe Schere und schneide den Überschuss einmal weg. Das mache ich natürlich mit allen drei Karten. Und ja, so sehen jetzt meine Karten erstmal aus. Jetzt nehme ich mir wieder mein Schneidebrett und schneide es einmal diagonal jeweils jede Karte, sodass ich jeweils zwei Dreiecke bekomme. Ja, ich habe mich mal wieder richtig mit den Farben getraut, wie du siehst. So, als nächstes nehme ich mir jetzt wieder meinen Kleberroller und nehme auch ein kleines bisschen Flüssigkleber später für die Spitzen. Da habe ich es jetzt nicht genommen, aber bei den anderen werde ich es nehmen. Und ja, jetzt klebe ich das jeweils auf meine Karte auf. Aber wie du siehst, habe ich jetzt die Dreiecke gemischt. Das heißt, ich habe jetzt jeweils nicht das passende Gegenstück, was ich aufklebe, sondern halt ein Dreieck von eins der anderen. Und so wird das dann ein richtig kunterbunter Misch, wie du siehst. Und wir bekommen natürlich eine sehr interessante Farbstruktur. Jetzt habe ich mir hier dreimal diese Stanzteile ausgestanzt und diese bestempel ich jetzt einmal mit Stempelfarbe und den Spruch Happy Birthday. Jetzt nehme ich die gleiche Stempelfarbe und brush einmal ja, meine Tags an. Ich habe das immer so ein bisschen, dass ich es gleichmäßig mache, deswegen nehme ich ja gerne diesen Verwischer dabei und alternativ kann man es auch mit einem Haushaltsschwamm machen, aber das wird nicht so fein wie jetzt hier diese Übergänge mit diesem Verblender-Tool. Ja, jetzt nehme ich mir Schaumklebeband und klebe dann einmal meine Tags auf. Ich habe jetzt meine Titanschere genommen dazu. Das ist das Praktische, dass bei dieser Schere halt diese Klebereste nicht so dran haften bleiben und man kriegt die viel besser sauber als andere Scheren. Jetzt habe ich hier meinen Gänseblümchenstanzer genommen und habe mir dann sechs Gänseblümchen ausgestanzt in weißen Fotokarton. Und jetzt nehme ich mein Embossing-Tool und ja, damit präge ich jetzt so ein kleines bisschen das Ganze an. Wie ihr seht, da wölbt sich das Blümchen in der Mitte, wenn ich in der Mitte mit der Kugel ein bisschen drauf drücke. So, jetzt nehme ich ein bisschen Flüssigkleber und klebe meine Blümchen auf. Und jetzt habe ich hier noch für meine Blümchen jeweils ja, ein Strasssteinchen, was ich in der Mitte reinklebe. Das mache ich aber nur mit der ersten Karte. Bei der zweiten Karte habe ich mir jetzt einen Stift genommen und mache in der Mitte einfach Pünktchen. Ja, das sind meine Karten. Die erste halt ohne was in der Mitte. Bei der Karte sind halt die Pünktchen aufgemalt. Und bei der dritten Karte haben wir die Strasssteinchen. Das war's für heute. Ich danke fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bastelt euch glücklich, eure Tanja.